Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Ja, Update folgen. Jo. Ja, weiter geht's. Ne? Ich habe ja gesagt, ich springe gleich rüber, weil ich bin schon wieder voll drin. Jo, Leute, was habt ihr mit mir gemacht? Das geht doch nicht. So, und mein Plan ist, ja, wir befinden uns jetzt zurzeit nicht an der Base. Wir wollten ja noch ein neues großes Bergbaudings aufbauen, wollten noch mal nach einer anderen Ressource suchen. Nun war mein Plan tatsächlich, dass ich sage, wir haben hier ja noch diesen Meteoriten, da würde ich jetzt hinfahren, gleich die Gegend scannen und bin hierher geflogen mit unserer Fliefertüte, also unser Jetpack, und habe den anderen Container hier mal geholt und aufgesattelt. Der stand hier ja noch, weil hier sind ja noch einiges an Ressourcen drin und uns fehlen ja auch noch einiges an Ressourcen. Und da habe ich mir so gedacht, dann hole ich das Ding doch einfach mal. Ich werde hier schon mal ein bisschen was reinpacken, weil es fehlt ein Stahlplatten und. Eigentlich haben wir hier alles drin zum Bau von dem Bergbauteil. Ist das korrekt, was ich da sage? Ja. Wartet mal. Man konnte doch... Wenn man sich das nicht da. So. Also. Wir brauchen. Lasst uns gleich schon mal die Taschen voll machen. Also den Uranstab haben wir. Die habe ich schon mit eingesackt. Electronics haben wir. Schrauben brauchen wir 400 Stück. So. 400 Schrauben. Dann war ja hier noch Rohr. Fehlte auch noch. Dann glaube ich Aluminiumplatten. 70 brauchen wir. 76 haben wir. Aluminium haben wir auch. Tja. Ja, das ist natürlich schön. So, dann hätten wir alles. Okay, dann lasst uns los. Ich habe hier auch noch mal, ich hatte natürlich geschlafen und ich habe unseren Bunsenbrenner repariert. So, kann ich jetzt das... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gerne... Geht das so weg? Ja. Das weg haben. Gut, wir fahren jetzt erstmal zum Meteoriten, hauen gleich den Scanner an. Also ich habe ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das farblich, sonst wenn ich da Probleme habe mit den Farben, dass die zu krass zusammen sind, also werde ich einfach einen kleinen bauen, um zu gucken, den als Probebohrungsteil nehmen. So, wir holen uns jetzt erstmal, weil ich schätze, der Meteorit, da wird auf jeden Fall, Uran drin sein. Dann denke ich, fahren wir Richtung Hauptbase zurück. Warte mal, ich wollte ja umsteigen, für den Helm mal abnehmen, aber das können wir... Über den Sauerstoffgehalt hier so als Notnagel nehmen, wobei es da eigentlich keinen Unterschied gibt. Nee, ich muss aber tatsächlich sagen, also ihr hattet tatsächlich recht, das Update ist echt nicht schlecht. Gerade diese kleinen Missionsdinger, wie gesagt, wäre wohl tatsächlich interessant, gerade mit diesen Teilen, die man findet, die jetzt neu sind. Ich werde wohl das ein oder andere Tablet ersetzen. Oder es kommt nachher noch was. Ich weiß nicht, wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare, was die Dinger jetzt auf sich haben. Das wäre natürlich dann interessant, das herauszufinden. Wenn man neu anfängt, macht die Sache natürlich echt interessant jetzt, ne? Dann bin ich auch gespannt, wenn das große Chemie-Update kommt. Also ich kann euch noch nicht genau sagen, wie viele Folgen ich jetzt hier bringe. Ich werde auf jeden Fall noch nicht neu anfangen. Im Moment hier werden wir hier noch verweilen. Klar, habe ich ja auch gesagt. Ein bisschen was gibt es wohl noch zu entdecken. Wie gesagt, ich will die Pumpenstation umbauen. Ich möchte noch ein bisschen mit euch noch ein paar Nuklearreaktoren aufbauen. Zu sehen, wie verhält sich das. Bauen sie doch ab. Wie ist es, wenn tatsächlich mal Meteoriten-Einschläge sind? Dann müssten wir bestimmt noch mal ein paar Raketenabwehrsysteme bauen. Da sagt ihr ja auch, da sollte man ja auch ein paar mehr von haben. Gerade für diese Außenstation hier
Könnte man natürlich, ich glaube, macht auch so ein Nuklearteil auch eventuell Sinn. Und ich muss ja sagen, jetzt in dem Stand, in dem, auf dem wir uns jetzt befinden, muss ich ja sagen, sind die Ressourcen, ist ja alles lächerlich. Na, was heißt lächerlich in Anführungsstrichen? Ich weiß jetzt nicht, wie es hier jetzt aussieht, mit Uran zu finden. So, aber schon eigentlich einfach. Also es ist nicht so schlimm. Ne, es gibt ja genug Survival-Spiele, wo ihr klöppeln müsst, bis die Schwarte kracht. Verdammt, wo liegt denn das Ding? Jetzt habe ich mir aber auch eine Route wieder ausgesucht, ne? Oh, so, lad mal alles wieder rein. Hier stehen keine Bäume, ne? Und der lädt sich denn hier nach von Sektor zu Sektor im Wolf, ey. Na gut, vielleicht jeden einzelnen Stein oder was? So, bis jetzt, ja, zweiter Container. Den anderen Container habe ich in unserem Hangar in der Base. Wasser und so habe ich hier tatsächlich nicht in der... Oder habe ich da? Ne, habe ich nicht. Da habe ich mir einen Container reingestellt, tatsächlich. Also bis jetzt habe ich auch noch nichts weiter gesehen hier. Ah, da ist der Krater für den Dings. So, da sind wir doch schon mal da. Mal sehen, ob wir Uran finden, Leute. Ich mach das Radar erstmal aus. Okay. Hast du alles? Ja, Helm ist auf, ja. Mal einen kleinen Handscanner. Uran, sehr cool. Heißt wieder neue Uranbrennstäbe. Ah, hab ich den? Nein, hab ich nicht. Hab ich den hier drin? Hab ich. So. Hab ich getauscht gegen den Flievertüt. Höchstwahrscheinlich, wenn ich das in den Häcksler haue. Würde ich mehr rauskriegen. Sehr schön. So. Ja, Message war ja nur das... Nee, falsch gedrückt. War ja sowieso nur... Kann man das nicht mal wegmachen? Folgen Sie den Überlebensding. Sondensignal. Eine Sonde ist in Ihrem Sektor gelandet. Sie sollten wertvolle Daten halten. Die Landekoordinaten wurden diesen nicht beigefügt. Ja, weiß ich nicht, ob wir den jetzt auch noch machen wollen. Nee, wir haben ja noch unsere Bergbaugeschichte im Kopf. So, dann würde ich sagen, unseren Steinbruch, den lege ich jetzt erstmal wieder lahm. Home würde ich uns dann einmal markieren. So, und dann fahren wir zurück mit dem Scanner an und dann gucken wir einfach mal, ob wir nochmal was farblich anderes sehen. Dass wir einmal den großen machen. Ansonsten, ich würde tatsächlich, ja, obwohl ist eigentlich, ja, der kleine lässt sich, würde ich tatsächlich machen, weil der kleine lässt, warum ist der denn noch markiert? Mal kurz. Transportmodus, danke. Muss ich das noch ausschalten? Wieso scrollt er nicht runter? So, jetzt. Also, ein paar Dinge haben wir jetzt schon. Ist da noch was drin? Eigentlich doch nicht, ne?
Hab ich da noch was vergessen? Lass uns mal einmal kurz reingehen. Nö. Oder? Nö. Gut. Fahren wir los. Nee, du musst das Radar anmachen. Radar an. So, wir fahren jetzt Richtung Heimat. Wir fahren mal hier rum. Sollte ich tatsächlich eine Höhle finden, Leute, ne? Also so eine Berg, wo Uran drin ist. So war es ja früher. Ich weiß ja nicht, ob es heute immer noch so ist. Vielleicht haben sie es rausgenommen, dass man das irgendwie anders managen muss. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Man hat sich ja schon die Mühe gemacht mit der Höhle. Da hinten ist das Sondending. Na egal, hier sind ja wieder so viele Anzeigen. Hier muss ich mal gucken, ob ich die nicht mal wegkriege. Warte, das muss ich einmal ganz kurz mal erledigen. Ich schätze, das kann ich aber hier drüber machen. Aufgaben. Zack, Sondensignal erkannt. Kann ich das mal, mach das mal weg. So. Meteorit. Quest abgeschlossen. Naja, wird höchstwahrscheinlich verschwinden, wenn ich mich das nächste Mal wieder neu einlogge, hätte ich fast gesagt. Hier neu starte. So, nun hoffe ich ja, dass auch noch was kommt. Meine, ist natürlich interessant, dass das jetzt hier nicht so wie Sand am Meer überall ist, dass man eventuell tatsächlich noch weiter Steine klöppeln muss. Meine, der Mars ist groß. Das macht an einer Expedition natürlich dann auch Sinn, wenn man große Vorkommen finden sollte. Finde ich indirekt gut. Ich werde hier mal am Krater lang fahren. Komm mal rum, oder? Fahren wir einmal hier gerade durch. Ich meine, da hinten war ein heller Punkt. Ich meine nicht, dass das hier wieder auch so ein Anzeigefehler bei mir ist und hier jetzt schon 50.000 Sachen aufploppen eigentlich. Ich fahre mal da hinten hin. Vielleicht kriegen wir da. Da ist eine Station. Da ist doch so ein. Ist das so ein Berg? Ich möchte da einmal hinfahren, einmal gucken, ob wir da eine Höhle haben. Ah, hier ist schon mal wieder was. Sieht für mich dann jetzt aber wieder aus wie Calcium, Leute. Aber wie gesagt, farblich denke ich, ist das schon unterschiedlich. Ich würde hier tatsächlich, obwohl das könnte eher Eisen sein. Das Ding ist zu klein für eine Höhle. Nee, das ist eine Höhle. Würde ich jetzt sagen, gehen wir mal rein. Na, pass auf, wir machen es anders. Pass auf, wir machen es anders. Scheint eine größere Fläche zu sein. Ich würde hier jetzt einmal, weil wir es ja sowieso machen, den Bohrer aufbauen. Mache ich aber erstmal ohne Rampe. Die können wir ja immer noch hinsetzen. So, nimm mal bitte das Ding in die Hand und guck mal, ob du da auch was mit findest. Wasser ist da. Wie gesagt, das ist jetzt hier für mich, also bei mir natürlich noch alles ein bisschen vergrieselt, ein bisschen durcheinander alles. Aber ihr wisst ja, Ordnung kommt später, ne? Wir sind ja hier nur am Testen. Ich will wissen, wie was funktioniert. So, würde ich sagen, machst du ruhig
Mal hier, ich hoffe, das war ja eigentlich überall. Ich probiere es einfach mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir reißen es wieder ab, ne? Wir reißen es wieder ab. Läuft der noch? Ja. Läuft alles noch. So, da bauen wir das Ding, dann könnte der laufen, wenn er gleich was gefunden hat. Mal gucken. Also, nach der Farbe würde ich jetzt sagen, Eisen. So wie ich es sehe. Aber mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob es nur zwei Farben gibt, ob das eine so mit diesem Kalium oder Calcium, nee, Kalium war das, ne? Ob das, sagt mal schnell, halt, dass das eine Untergruppierung ist, also und Eisen, sowas dann halt, Eisen, Silizium etc. Ich hoffe, die haben da nicht so viel, oder wenn, dann krasse Farben. Weil ansonsten muss ich wirklich, dann würde ich tatsächlich kleine Bohrtürme aufbauen zur Probe, weil die sind schneller aufgebaut. Dann würde ich immer Material haben, mache ich mir immer mein Bohrprobendings. Das wäre dann der kleine, da könnte ich dann nachgucken. Weil er zeigt mir das so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der was sagt. Und wenn, was er sagt. Er sagt mir Eisen. Tatsächlich Eisen. Und er hat mir das ja auf dem Handscanner doch nicht angezeigt, ne? Nee, das ist nur die reine Wassergeschichte, sprich nur so den Scanner. Hm, habe ich noch Materialien, um die Rampe zu bauen? Ja, die habe ich. Aber dafür muss mein Fievertüt weg. Weil dann lasse ich den jetzt hier gleich erstmal durchlaufen. Also, Radar machen wir mal aus. Wie gesagt, auch hier gerne eure Erfahrung. Gibt es noch andere? Und wäre super, wenn ihr mir tatsächlich sagt, welche Farbe das ist. Ich sehe es als braun, kann auch so ein rotbraun sein. Schwierig für mich, schwierig. So, das Ding geht fix. Ja, ich schätze, diese Bergbaustation hat mit Sicherheit ihren eigenen Motor drin. So, jetzt bin ich ja gleich im... Also, Quatsch, ihr eigene Stromversorgung. Darum auch der Uranstab, den wir da reinheimern sollen. Also, ich bin schon... da, doch. Ich kann mich nur wiederholen. Ist geil. Also, da habt ihr schon wirklich, wirklich recht. So, setz bitte einmal eine Markierung. Setz eine Markierung. Und zwar... Ikone das. Dann Tracking, nein. Name. Ups. Hallo. Name. Bergbau G002. Wir haben ja schon einen. Den lasse ich auch da. So, okay. 002. Gut. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich gucke mal eben Wasser, Sauerstoff, falls ich mich verlaufen sollte. Wir missten einmal kurz aus. Ich habe ein bisschen Schiss, hier was reinzuholen. Aber das Risiko nehme ich jetzt hier mal auf mich. Der andere Container steht draußen. Das ist jetzt hier auch so gleich mal so ein Test. Stahlplatten. Glas. Aber gut, jetzt wo das läuft, wo wir auch Eisen haben, Aluminium. Schräubkes haben wir ein bisschen wenig. Eigentlich hätte ich die Sachen auch drin lassen können, ne? Uranstab, Convention, Risiko, Physiko. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ja, Uran lasse ich aber drin. ja, genau. Hätte ich ja auch vom Dings aus hier, vom Rover aus machen können. So, Akkus habe ich reingefüllt. Voll sind wir eigentlich. Achso, ich wollte einmal gucken.
Das ist, das ist, das ist. Ich esse noch mal schnell was, aber das habe ich sowieso immer an, Mann. Den lasse ich hier. Den lasse ich hier. Das nehme ich mit. Das kann ich hier bleiben. Und ich habe ja zweimal. Das sollte wohl eigentlich reichen. Habe ich zum Reparieren? Ja, habe ich auch. Ich habe ein Verbandszeugs. Okay, gut. Gehen wir mal rein, Leute. Ich weiß doch, wie gesagt, da war Uran mal drin. Ich bin mal gespannt. Ah, ich mache mal die Lampe an, weil das Nachtsichtgerät ist zwar auch cool, aber... So, jetzt muss ich mal gucken. Ich mache mal das Nachtsichtgerät an, weil das ist cooler. Ist das jetzt eigentlich mittlerweile schon was anderes noch? Nein. Höchstwahrscheinlich geht auch hier gleich die Urangeschichte los. Ei. Hoffe, ich finde hier auch wieder raus. Okay, hier ist so ein Dings. Ei, da weiß ich auch noch nicht. Müssten wir eigentlich mal gucken, ob es da schon was Neues gibt. Denke ich jetzt aber mal so nicht. Er weiß, was das für ein Gimmick wird. Ich hoffe, die bringen nicht noch irgendwelche Viecher rein. Also, das wäre blöd. Also, es soll schon so, wie es ist, bleiben. So, außerdem bin ich mal gespannt gleich, wie das mit meiner Strahlengeschichte aussieht. Dann bin ich auch gespannt, wirklich, wenn nachher das... Wenn nachher das... Okay, jetzt geht's hier los. Strahlengeschichte. Okay. Also ich hätte jetzt, ich weiß noch, vor dem Update habe ich das, gab Strahlung. Erstmal mit rausgenommen oder was? Oder kommt das mit der Strahlung nachher erst, wenn uns so ein Dings um die Ohren fliegt? So, gut, pack den mal weg. Jetzt ist die Frage. Fertig zum Laden, aber ich muss den ja leider ein bisschen zerklöppeln hier. Warum sagst du unbekanntes Erz? Wer weiß doch, was das ist. Ran. So. Falscher Knopf gedrückt oder was? Ja, du drückst die ganze Zeit den falschen Knopf. Du wirst das doch gleich wegpacken. So, das Uran ist natürlich, wächst natürlich dann nicht auf Bäumen, wie wir feststellen. Aber im Grunde genommen muss man ja mehr edig sein. Überlegt mal, wenn wir von den, wie gesagt, ich weiß nicht, was, ob die jetzt noch sich auch aufbrauchen, ob die mit der Zeit weniger Leistung haben. Ja, wir sind ja jetzt bei 88 Kilowatt. Keine Ahnung. Kann natürlich sein. Sleep deprivation warning alert.
Da ging es raus, ne? So, ein seltsamer Stein. Ja, okay. Da kann man aber auch nichts mitmachen. Den seltsamen Stein lasse ich denn mal erstmal noch außen vor. Okay. Das hier wird, schätze ich, irgendwann auch noch mal was sein. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ne, da ist noch ein Uransteinchen. Vier Stück. So, mach's das an. Krass, ey. Das hier leuchtet. Ja, Uran haben wir alles rausgeholt. Sehr, sehr schön. Schade, jetzt habe ich gar keinen Screenshot gemacht von der Höhle. Dann kannst du das mal wieder... So, ich dachte, es ist schon so dunkel. Das ist schon so hell. In Wirklichkeit ist es viel dunkler. Und so groß und unverkapselt sind die Höhlen ja auch nicht. Das wird, die finden wir schon den Weg nach draußen. Ah, wir haben genug Strom, wir haben genug Sauerstoff mit und Wasser. Gut, Schlafentzug müssen wir sehen. Bin ich da auch mal gespannt. Ah, sind wir schon draußen. Wir haben es 22 Uhr. Würde ich sagen, wir pennen auf jeden Fall noch gemeinschaftlich. So, dann werde ich den Uran. 81 mal Uran. Ja, wie geil ist das denn? Das ist doch richtig gut. Oh ja, ich habe hier noch voll die Teile vom Dings. Die muss ich auch mal schreddern. So, H2O. Nehme ich mal eine neue Flasche, weil sonst quarkt es gleich wieder rum. Nahrung ist, glaube ich, noch okay. Helm lasse ich auf, wegen der Sicherheit. Hat ja auch nicht keine Auswirkung. Ja, hervorragend, Leute, hervorragend. Ja, dann ist das Bergbau, haben wir ja alles schon gemacht. Wir haben Uran abgebaut, wir haben, wissen jetzt Bescheid mit den Bergbaugeschichten. Das ist schon ganz geil. Also es kribbelt, muss ich euch ehrlich sagen, tatsächlich mal einen Neustart zu machen. Aber, sorry, aber zeitlich im Moment noch nicht drin. Aber es lohnt sich, glaube ich, auch noch nicht. Also ich würde tatsächlich dann nochmal das Chemie-Update, ich weiß ja nicht, wann das kommt. So, lass mich mal gucken eben. Guck mal, abgebaut. 121. Das ist sehr gut. Die nehmen wir natürlich auch schon mal gleich mit. Dann lassen wir den Ofen hier nämlich rumschimmeln. Fahren dann gemütlich. Also das Ding, muss ich schon sagen, haben sie... Bin ich... Nee, da... Ja, mit dem Rückwärtsfahren, dass der nicht einknickt, bin ich echt auf Kriegsfuß. Okay, zu Bob. Dann verladen wir das Ganze noch einmal... Genau, Container laden. Das ist echt cool gemacht. Das haben die wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Ich bin tatsächlich wirklich auch gespannt, wenn nachher tatsächlich das autonome Gedöns reinkommt. Was ich allerdings
nicht so feier ist, dass immer noch der Roboter nicht drin ist. Das finde ich dann schon schade. So. Dann würde ich sagen, ich schmeiß hier nochmal das Radar an. Wir bewegen uns Richtung... So, das Ding läuft, das kann ja auch verlaufen, Richtung Heimat. Ja, durch den Krater, klar, natürlich, wie sich das gehört. Dann würde... Ja, ich sehe das schon richtig, dass dann anscheinend das ganze Gebiet wohl Eisen ist, ne? Ich würde hier unten mal durchs Tal fahren. Fahr mal lieber hier rum. Kein Bock da durch die Steine. Ach, die Folge ist ja auch schon wieder rum, Leute. Ich kann mich schon wieder nicht losreißen. Und wisst ihr was? Alle guten Dinge sind drei. Kommt. Wir machen hier Feierabend. Ich spring noch mal in die nächste Folge. Ich wollte es ja eigentlich nicht, aber okay, egal. Wir haben ja schon vieles rausgefunden. Und wie gesagt, wenn ihr es in die Kommentare geschrieben habt, trotzdem immer bitte weiter, weiter, weiter. Vielleicht wird hundertprozentig was dabei sein, was uns weiterhilft. Also Leute, macht's gut, bis übermorgen. Euer Maruk, ciao. Wahnsinn.